So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben. Wir versuchen diesen Home-Datenbeschaffungssystem anzuzapfen. Ist mir in der letzten Folge nicht so prickelnd gelungen. Fragt mich nicht wieso, ich habe voll die Kacke gebaut. Eindeutig, also so krass Kacke bauen kannst du ja eigentlich gar nicht. Hätte ich das, also da gibt's schon viele kleine Tricks. Aber ich gehe erst auf die andere Seite, Mann. Hey, du hast Geld, oder? Oh, kein Geld. Wow. Oh, wow. Piep, piep. Hey, deine Mutter läuft rückwärts. Jetzt wurde die Mission abgebrochen, ey. Weil ich mit dem scheiß Dreckskümpel nicht da rumfahren kann, ey. Ohne Witze. Aber ich kratze auch, du, da muss ich da kratzen hier, Mann. Und weiter geht's. Unglaublich. Oh, der hat viel Geld gehabt, ey. Also entweder hat er Drogen vertickt oder ich weiß auch nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder an die Dinganlage da. Was bist denn du für einer? Einkommen 63.000. Geht zum Naturheilpraktiker. Arbeitet im Gewächshaus. Ja, so sieht er auch aus, ey. Ja, Leute, ich nähere mich dem Datentrichter. Ja, bla bla. Ich muss mich irgendwo reinklinken. Hey! Mach mal. Okay, dann mal los. Wow. Home führt hier die Streams von überall zusammen. Ich glaube nicht, dass wir hier nur 2.0 vor uns haben. Du hast recht. Es ist viel zu viel Zeug für die begrenzte Anzahl an Geräten, die schon online sind. Ich tauche mal in ihr System ein. Mal sehen, wo all die pikanten Informationen landen. Hm. Sag uns, wie es läuft. Das ist ja auch noch ein netter Einstieg. Ey, ey, du. Gar nicht gesehen, ne. Überhaupt nicht gesehen, ne. WKZ San Francisco? CTOS. 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 Mmh. Was bist denn du für eine? Der kann ich ja nicht mal Geld klauen. Hat wahrscheinlich keins. Können wir übers Dach rein. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Hier gibt's noch Geld. Guck mal, Schlüssel habe ich jetzt auch schon. Bin mal gespannt, wie viel so ein Ding aushält. So ein Teil hier. Schwärmt aus und findet ihn, los! Nicht viel. Ja, müssen wir erstmal abwarten. Ah, genau, ich habe ja noch die Elektroschockkamera. Jetzt machen wir es einfach ganz simpel. Ich tue jetzt einfach das Teil, also das die Drohne da rein. Und dann ich setze mich da rein, ist auch egal. Er ist uns wohl entwischt. Lassen wir es gut sein.
Und muss aber die Drohne trotzdem noch die Treppe hoch. Ist auch scheiße. Jetzt gucken wir mal. Jetzt tun wir die Drohne auspacken. Weil mit der muss ich nämlich gerade jetzt ein bisschen was hacken. Boah, ich hoffe, die kommt da rein. Boah, ja. Aber die guckt, die eiern gerade alle draußen rum. Größtenteils. Nein. Ausschwärmen! Nein! Ihr Wichser! Jetzt bin ich voll erschrocken, ey. Die haben meine Drohne kaputt gemacht, die Wichser. Oh. Das erklärt auch warum. Eigentlich versuche ich ein paar zu angeln. Ach, mir reicht's jetzt. Leute, mir reicht's jetzt. Wir rasieren die jetzt ab. Ihr habt da keinen Bock mehr lang rumzueiern, ey. Ich hab echt da jetzt keinen Bock mehr lang dran rumzueiern. Wir rasieren die jetzt alle weg, ey. Dann sind wir halt eine radikale Hackertruppe. Ist mir egal. Wayne interessiert's. Typ machen viel mehr Scheiße als wir. Geld. Wir sehen den Verdächtigen. Nehmt Verfolgung auf. Seht ihr mich? Ihr seht mich nicht. Zentraler, wir haben den Verdächtigen verloren. Wir beginnen mit der Suche. Der Arsch muss sich hier irgendwo verstecken. Das war vor meine für meine Drohne, Alter. Meine Drohne kaputt gemacht hat, Alter. Gehackt. So easy geht das.
Danach können wir einfach schön. Wie bist denn du, Alter? Was ist denn das für einer? Ja, da ist noch eine Kamera. Ah, guck dich mal an, was da an der Mannschaft hat. Okay, ich öffne das Schleusentor. Jetzt. Oh Gott! Das hol Human Eye hier runter. Jemand ist in den Slot. Wie geil ist das denn? Guckt euch mal da an, wie das da rumbackt. Guck mal, die hockt doppelt da. Oh, das war jetzt cool. Marcus, was hast du gemacht? Was meinst du? Ich habe euch die Tür aufgemacht. Und gleichzeitig Holmes Sicherheitsdienst alarmiert. Die müssen ein Hilfssystem haben, das ihre Verbindungen überwacht. Zieh den Kopf ein und warte. Wir saugen alles so schnell wie möglich runter. Okay, beeilt euch. Oh nein, jetzt muss ich wieder ran. Weil ich nicht außer Reichweite bin. Boah, das geht voll auf Zeit wieder, Alter. Glaubst du ja echt nicht, gell? Jetzt muss ich wieder da rein. Nur weil ich nicht genügend Zeit hatte, im Prinzip zu entkommen. Ich bin so kriminell, dass ich wieder an den Tatort zurückkehre. Ah, ich muss da ran. Ganz nah ran. Okay. Also das hätten wir auch anders machen können. Oh, da kommt was. Da kommt was die Treppe hoch. Nochmal einer die Treppe hoch. Ah, ich hätte einfach auch auf dem Dach bleiben können. Oh, dauert das lang, Alter, bis dir die Daten runtergeladen hat, Alter. Da kriegst du echt Kribbeln im Sack. Boah, erstmal eine Tüte Tutti Frutti, ey. Tropi Frutti. Der da draußen kriegt's auch nicht so auf die Reihe, irgendwie. Auch schon die Daten runter, damit ich mich grad pissen kann. Nee, ohne Witz. Aufschwärmen! Findet ihn! Oh, die tut mir fast schon leid. Oh! Immer diese unnötige Frauengewalt, Alter.
Oh, tut mir wirklich leid um die. Aber irgendwie auch nicht. Falscher Job. Da. Jetzt gucken wir, dass wir still und heimlich einfach uns verpissen können. Das ist aber nicht die Golden Gate Bridge hier, oder? Nee, das ist die doppelstöckige Brücke. Da fährt man von oben rein und von unten raus. Das ist voll genial, Mann. Und von der Insel da drüben, da habe ich noch ein Foto. Kannst du schön... Ah, geil! Kannst du schön... hast den schönen Ausblick auf die komplette Stadt. Aber irgendwie passt die Skyline nicht so. Und das ist eine beliebte Touristengegend. Eigentlich müsste... Komisch jetzt. Muss ich jetzt gleich mal erkunden gehen, ne? Normal ist das der Hafen. Da kann man schön entlang spazieren gehen. Da gibt es einen Haufen Jogger, die rennen da jeden Tag einmal hoch und runter. Richtig genial. Und eigentlich müsste da ja noch Alcatraz irgendwo in der Nähe sein. Oh, Polizei. Oh. Lalala. Aber normalerweise müsste da schräg rüber jetzt Alcatraz sein. Oh Mann, was? Nicht cool. Gar nicht cool. Cetara, was sieht ihr? Home packt die User zusammen in verschiedene Streams und verkauft dann den Zugang an andere Firmen. Überwiegend wohl Krankenversicherungen. Na und? Wenn du zu oft Pizza bestellst, schießt du deinen Beitrag hoch. Und Home kriegt Provision. Wow, heimtückisch. Das war erst der Anfang. Wir gehen alles durch und sammeln die pikanten Details fürs Enthüllungsvideo. Was macht der Typ da? Warum hat er denn eine Klobürste im Arsch? Spoiler! Spoiler! Oder war ich auch schon? Wow. Wo ist denn der Alcatraz, Leute? Ah, da ist Alcatraz. Voll geil. Ich hoffe, da führt auch eine Story lang. Hey! Keine Spoiler, versprochen. Sids Video ist fast perfekt und ich habe für uns eine Demo für die Fahrt zum Sutro. Hilfst du mir, den Sender vorzubereiten? Ich soll das Ding hacken, oder? Tech-Hater, Mann. Bin unterwegs. So, und schon haben wir ein bisschen Kleingeld. Da war sogar was im Handschuhfach, ein E-Reader. Oh, das ist ja langweilig. Was bedeutet dieses Autosymbol? Du kannst ein Auto wahrscheinlich klauen, oder? Und dann heißt es ewig. Hi. Ah, du kannst Autos kaufen. Auto-Elite. Ja, mein Freund. Hochleistung? Oh Gott, sind die teuer, Alter. Oh. Ah, doch. Kein Geld dabei? Was ist denn das für ein Haufen Rotz? Aufkleber. Motorrad wäre halt nicht schlecht. Alter! Was wollen denn die für ein Motorrad, Alter? In Ordnung. Klau ich mir dein Auto, Alter. Wow! Okay. Ich hab falsche Tasche gedrückt, Alter. Mein du céu, que tá acontecendo? Okay, ab. Schaut komisch, ich hab fast die Polizei gerammt und die machen nichts. Raus aus der Schusslinie!
Das sind irgendwelche Gringos. Die wollen jetzt ein bisschen eine auf die Omme, glaube ich. Direkt unter mir. Wow! Nice move, nice move. Noch ein bisschen Geld, weißt du, das können wir mitnehmen und dann können wir uns vielleicht eines Tages ein fucking Auto kaufen, wenn wir da irgendwie reinkommen. Und das Hunde? Ich höre die ganze Zeit Schritte. Die Hunde leben sogar. Warte, willst du mich für Jay wisseln disseln? Keine Ahnung. Bleiben Sie ruhig. Die Polizei ist auf dem Weg. Müssen wir erstmal schauen, wo wir langfahren müssen. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier hin. Gehen wir da jetzt hin. Falsch. Das ist so typisch ich. Sieht aus wie so ein Suzuki Swift, gell? Also, kein schönes Auto. Die Amis fahren auch nicht gern damit. Was ich halt immer komisch finde oder blöd finde an Städten eigentlich, ist eigentlich der Zustand, dass es eigentlich dort extremst dunkel ist. Wenn die Sonne ein bisschen niedriger steht, ist in der Stadt sofort dunkel. Ranch? 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 Ah. Hä? Wo ist Ranch? Was ist das für ein Bot? Oh Mann. Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja? Ja, meine Leute, wir haben leider wieder ein bisschen überzogen. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein, Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto.
Also Delfine. Ach komm, Markus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Das ist voll durch der Typ. Naja, auf jeden Fall war es jetzt das mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Wie läuft's denn bei euch, Jungs? Stachelrochen.